Willkommen, willkommen zurück, zurück zu Immortal Throne Titan Quest. Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt in Delphi. Ich habe noch ein bisschen ein paar Sachen geändert und wir wollten ja hier bei der jungen Dame mit einem Ausrufezeichen eine Frage abholen. Also. Als die ersten Saturn Delphi angriffen, erhob mein Mann schnell das Schwert gegen die Bestien. Er und ein paar andere kämpften tapfer, waren aber schnell in der Unterzahl. Fremder, ich habe ihn in meinen Träumen gesehen. Er sagte mir, dass er nicht über den Fluss Styx zum Hades übersetzen kann, solange sein Tod nicht gerecht ist. Und er sagt, sein Mörder war halb Wildschwein und halb Mensch. Er sagte, dass die Bestien sich im Untergrund verstecken, irgendwo beim Parnass. Mhm. Also, der sagte sehr, sehr viel. Na, schauen wir mal. Wir haben einige Quests ja gar nicht erfüllt. Macht aber nichts. Wir gehen jetzt einfach weiter. Hier, Welcome to Delphi. Mal hier ein Stückchen rum. Da noch so Rautenleute. Ah, und hier? Suchender, wir danken dir für dein heiliges Opfer. Tritt ein und zeige dich dem großen Orakel. Ja, das machen wir jetzt direkt. Dauerhaften Feuerwiderstand. Das klingt gut. Auf geht's. Oh, wer ist das? Das Orakel von Delphi. Wir können ja mal ranzoomen und uns die Gute mal anschauen. Oh, halt. Wir wollen ja nicht unhöflich sein. Auf geht's. Willkommen, Suchender. Willkommen. Du bist für eine Prophezeiung gekommen. Da Leonidas dich geschickt hat und du ein würdiger Bittsteller bist, werde ich Apollons Prophezeiung sprechen, sofern dies seinem Willen entspricht. Warte, warte! Ich, das Orakel des großen Apollon, habe eine Vision. Die Alten erscheinen und laufen. Das Chaos breitet sich aus. Ein böses Band in jedem Land. Zerstörung für jedes Haus. Was scheint gestaltlos, ohne Gesicht und formlos. Der Große kommt bald frei. Zu versklaven Gott und Helfer. Sorgen kommen herbei. Wer ist der Mann, der kämpft, wo Götter schaffen keinen Schaden? Ein Held ist er, kommt ohne Heer, die Fesseln zu zerschlagen. Drei Lichter der Hoffnung, als Hilfe gedacht. Komm Mädel, mach hin, die Zeit läuft. Eins im Süden, Sand und Wunder. Eins im Osten, vom Tode zu kosten und den Plan zu kreuzen. Das letzte Licht markiert den Kampf. Dort siehst du den Schrecken. Eine Tür, weit offen. Die Reise führt weit. Und trotzdem ist es nah. Boah. Das Wichtigste ist, dass wir Erfahrung bekommen haben. Du, Krieger, bist nicht, was du scheinst. Nein. Du bist hergekommen, um die Quelle dieser Monster zu erfahren. Am Fuße des nahegelegenen Parnass liegen die Parnasshöhlen. Reise durch diese Höhlen und auf der anderen Seite wirst du die Antwort finden. Gut. Palim, palim, die Worte, die Quelle, die Worte und... Ich habe die Prophezeiung gesprochen. Nun suche nach der Höhle Höhle am Fuße des Parnass. Okay, das machen wir. Dort findest du deine Bestimmung. Naja, das ist ja relativ easy. Dann machen wir das doch. Ja, du wolltest noch was sagen? Möge Apollon dich begleiten, Suchender. Vielen Dank. Ja, dann würde ich sagen, sind wir im Prinzip... Oh, hier, das sieht aus wie das Brandenburger Tor. Ein Mystiker? Was ist denn ein Mystiker? Lasse deine Vergangenheit vergehen. Ah. Erfahre deine Zukunft neu. Kosten pro Punkt wären jetzt 250. Und ich könnte das neu verteilen, zum Beispiel hier drauf. Ich könnte hier Punkte wegnehmen, könnte das auch mal anderes machen. Das ist schon nicht verkehrt. Wollen du hast deine Wahl getroffen. Merken wir uns mal, Delphi.
Ein Buchmann. Ich verkaufe an die Weisen und Mächtigen. Bist du sicher, dass du hier einkaufen möchtest? Na ja, klar. Aber nicht heute. Ach, endlich. Ach ja. Wo geht's denn lang? Gib da mal einen Tipp. Soll ich hier runtergehen? Nee, wo geht's denn lang? Parnass. Nee. Also das ist schon mal gut, dass wir hier dieses Portal gefunden haben, aber ich muss ja irgendwie wissen, wo es hier weitergeht. Sehr doof. Okay, jetzt sind wir wieder am Brunnen und dann... Ja, die Dame kennen wir. Aber wo geht's denn hier weiter? Ach ja, dann fragen wir mal die Rauten meiner... Sprich durch mich, O Muse. Ach, und erzähl die Zelte, die du an unseren Straßen siehst, die Reisenden, die herumstehen, sie sind alle Flüchtlinge. Sie sind alle hergekommen und wollen wegen der Monster... Parnass. Wie komme ich denn dahin jetzt? Was soll denn der Scheiß? Das verstehe ich nicht. Okay, wir gehen nochmal hoch. Und jetzt... Jetzt geht's weiter. Aber hier geht's... Doch, hier muss es doch... Ach klar, hier geht's lang. Sehr simpel. Okay. Alles ist wieder in Butter. Oh, hier komme ich schon wieder... Ich muss meinen Ring anmachen. Das ist der Parnass. Okay. Was ist denn das überhaupt für eins? Nichts lassen sie fallen. Nur dumm rennen sie rum. Da geht's. Titan Quest ist angesagt. Ach, ja, Stufe 5. Bam. Gar nichts passiert hier. So, komm her. Kleine Scheusal. Albern. Warte mal, wie viel... Wir sind jetzt Stufe 12. Okay, 14 muss ich sein, um diese komischen Bandagen zu bekommen. Man will ja immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann... Hier. Und da nimmst das. Und da. Und das stößt auch durch. Und da. Dann klopfen wir uns einfach frei. Genau. Gesundheitstrank. Ach, da war noch einer. Oh, halt, die hat was fallen lassen. Kohle ist immer gut. Nehmen wir. So, weiter geht's hier hoch. Ihr könntet ruhig mal etwas gesprächiger sein, ihr Viehzeug. Ah, hier. Kommt her. Pff, das ist so albern. Die haben überhaupt keine Chance. Ich glaube, dass ich gestorben bin zweimal. Das ist wirklich nur Zufall. Der Parnass. Hier ist er. Also die klatschen wir so weg. Nehmen wir noch einen Trink. Ja, mache ich auch mal. Null Chance. Hier rennen wir einfach durch den Parnass. Flup. Weiter geht's. Hier mal hoch. Achso, das waren wir. Da waren wir schon. Dann gehen wir mal hier runter. Hier kommen die nächsten Gegner. Kommt ran. Ich habe etwas für euch. Nämlich meinen Todesweberstoß tot. Oh, hier geht's weiter. Was ist das? Kampfmarkierung. Das heißt, wir rufen... Wir können das uns ja angucken. Angriffsgeschwindigkeit, verursachter Schaden werden erhöht. Oh, das ist gut. Kommt her. Wieso ist denn hier keiner? Da. Ha. Simpel. Da, kommt her. So. Zack. Knochenhaufen. Mach auf. Mach hin. Nehmen.
nehmen. Weiter geht's. Ich will Gegner. Komm. Wo sind die Gegner? Hier. Kommt her, ihr. Eine Spinne. Hier. Oh. Der ist aber extrem weit abgehauen. Ein komischer Fluchtweg. Hui. Kommt du auch noch. Ein Knochenhaufen. Ja, dann wenigstens einen Drink. Oh, jetzt ist der Knochenhaufen weg. Der Kampfmarkierung. Ah, es sind wirklich keine Gegner hier. Das ist echt albern. Ja. Und wir nehmen das Gold mal nebenbei und dann hauen wir den hier noch. Ach, der fällt von alleine auseinander. Und der? So. Also dieser Weberstoßkunde ist ganz gut. Den behalten wir. Und jetzt gehen wir mal hier lang. Knochenhaufen. Zwei Haufen Knochen. Tschack. Tschack. Hier und die geprägten Armschienen. Und ich glaube, hier muss man rein. Das sind die Höhlen des Parnass. Parnasshöhlen. Und hier muss man aufpassen. Schön vorsichtig. Aha. Da ist eine Wiedergeburt. Aha. Aha, aha, aha. Und das bedeutet, dass man sehr oft stirbt. Wenn man nicht aufpasst. Quatsch, hier stirbt man nicht. Das ist ja albern. Ach, ich kann schon noch Stufe 13 erreichen. Nochmal zurückgehen. Das ist das Leben. Geld regiert die Welt. So, weiter geht's. Hier. Ach, da kann man immer gleich zwei damit platt machen. Das ist so krass. Knochenhaufen. Oh, königliche Truhe. Sehr schön. Und der blutdurstige Kurzspeer. Und die Truhe. Ich glaube, der Weg leitet uns eh in die richtige Richtung. Schön, schön, schön. Oh, ein Blutstein. Das muss ich mal angucken, was das ist. Blutstein, was ist denn das? Blutstein. Oh, hier. Oh, ja. Achso, den kann ich noch nicht anlegen. Ich brauche Spielerstufe 14. Gut, okay. Aber wir haben schon mal... das ist gut. Mal da kurz. Opfer. Weiter geht's hier lang. Einen kleinen Drink. Mhm, die umkreisen wir. Oh, eine. Und das? Es sieht platt. Das verstehe ich nicht. Was war denn das? Ein Geist. Hier. Und das. Und ist ein Eis am Stiel. Ein Flugeis. Nehmen wir uns. Geld. Nehmen wir mit. Streitkolben. Okay. Was die immer damit zu tun hat, ist natürlich Quatsch, aber... Ja, die hat nichts fallen lassen, was wichtig ist für uns. Okay, kommt her. Könnt ihr eigentlich nur verlieren. Knochenjochenhaufen. So, haben wir. So, die Ecke ist bezwungen. Dann machen wir hier weiter, oder? Das ist so geil. Das geht durch wie Butter. Oh. Feindseliger Aufseher. Ja, der hat aber keine Chance gehabt. Oh,
Totes Weber-Chitin. Was ist denn das jetzt wieder? Totes Weber-Chitin. Das klingt gut. Wir tauschen mal aus. Ach komm, so viel Leben brauchen wir gar nicht. Komm, auf geht's. Klasse. Ja, mal gucken, was es gebracht hat. Wo geht's denn weiter? Hier ist eine Kampfmarkierung. Ah, ein... Der Dornel. Jetzt hat sie wieder Dornel aus dem Arsch. Hier. Kommt her, ihr Säcke. Oh, schön in einer Reihe aufstellen. Jawohl. Immer gleich zwei mit einmal. So, du noch, du noch, du noch. Und Knochenhaufen. Nehmen wir mit. Palim, palim. Es wird eigentlich gar nichts passieren, weil die im Prinzip durch meinen Reif, den ich habe. Schön. Geld. So tight. Durch diesen Ring, Flammenring, haben die eigentlich gar keine Möglichkeit. Warte mal, hier geht es noch lang. Es gibt immer mehrere Lösungswege. Also eigentlich gibt es sie nicht alle. Können Sie sich ja mal anschauen. Oh, das ist ein großer dieser Bäumel gewesen, der aber eigentlich bloß nichts konnte. Ich glaube, ich habe scheißen Dreck mitgenommen. Macht aber nichts. Komm jetzt her hier. So. Hier geht's weiter, hier geht's weiter. Hier sind noch welche. Wieder eine etwas längere Karte, die ich das hier mache, aber das macht nichts. Wir kämpfen uns jetzt hier durch und schauen wir mal, wie viel Ei rauskommt. Gesundheitstrank nehmen wir mit. Und Knochenjochen. Oh, schön. Ich habe noch 2. Halt, hier geht's doch noch weiter. Ich habe noch 52. Energietränke. Welche ich auch nutzen werde für Energie. Halt, ich wollte erstmal die andere Richtung gehen. Check. Da ist noch eins. Halt, da. Na gut, hat nicht gewusst, mit dem sich's anlegt. Naja, kann man ja mal machen, den Fehler. Dann gehen wir mal hier weiter. Den machen wir platt. Das war's. Trauernde Witwe. Cool. Ist ja einfach gewesen. Check. Check. Was heißt das jetzt? Nebenaufgabe. Trauernde Witwe. Eine Witwe in Delphi. Überbringen Sie den Sieg, das mache ich dann. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Mal zu hier, Mist. Der war ja einfach, der Kunde. Also geht's hier weiter. Hier, wo die Fackeln sind. Genau. Oh. Kleine miese, fiese, kleines Mistviech da. Oh, ein Wellenhund. Ach, lächerlich. Was gibt's? Es gibt einen Gesundheitstrank und einen milden Beilöffel. Und... Kackvieh. Noch ein Kackvieh. Das ist ja witzig. Die kommen nicht ran. Hihihi. Höllenhund. 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 Oh, Zauberei ist schon eine schöne Sache.
Und wir haben einen gestärkten Sturmreif. Das ist hier Kohle. Erstmal die Kohle einsammeln. Mundstab des Lebens klingt gut. Okay. Scharfsinn klingt auch gut. Warte mal, wir gehen nochmal kurz zurück. Vielleicht gibt es dort in dieser Ecke noch irgendwas, was wichtig ist. Ja, Gegner. Sie sich anlegen. So. Ach, jetzt kann man hier rumgehen. Das ist ja cool. Das machen wir jetzt auch. Aufgepasst. Da war noch was. Na komm, wir gehen nochmal kurz zu dem Schrein der Dornen. Hier die Knöme noch, die ja überhaupt keine Rolle spielen. Hier, Knöme noch. So komische Lebensfresser oder Kumpel. Oh, die fressen echt Leben. Scheiße. Was macht denn der? Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Das war jetzt aber doof. Der frisst mir das Leben aus dem Arsch. Dieser Wichser. So. Gibt es 1, 2. Da ist ein Höhlenausgang. Wir gehen aber noch mal kurz hier rum. Noch irgendwas finden. Was uns vielleicht weiterhilft. Und dann machen wir vielleicht 2 Parts draus. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Haha, hier geht's weiter. Hier, ihr Ratten. Das sind Ratten. Jump, jump. Hier. Nimm das. Aber keine Gegner. Gesundheitstrank, Flinkheit-Axt, Kohle, Kohle, geprägter Muskel, Muskelschwund. Auch nicht schlecht. Ach ja, wo gehen wir denn lang? Ach, hier würde ich sagen. Waren wir, hier waren wir schon, ja genau, okay, dann müssen wir hier. Ach hier, komm schon. Ihr denkt, ihr könnt mir Angst machen. Nein, das könnt ihr nicht. Ist irgendwas runtergefallen, was sehr interessant klingt. Und hier, der Kasper. Nehmen wir noch, das mit dem Gift ist echt gefährlich. Und Ausdauer. Und hier, was war das noch? Das war die Schülerhals. Na, meine Maus spinnt. So, und Schleifenring. Na dann, müssen wir hier wieder weiter. So, wir haben noch 40 Heiltränke. Hier ging es doch weiter. Genau. Oh, hier. Die Bösen. Wir schnetzeln uns ja durch. Ohne dass die es checken. Fledermauszahn nehmen wir mit. Und Knochenhaufen auch. Und den müssen wir noch kurz eine Reaktion erteilen, dass sich mit uns nicht angelegt wird. Gesundheitstrank, Gesundheitstrank. Nehmen wir gleich mal ein. Hier. Ja, es bringt schon was, dieser Todesspeer. Muss ich mal sagen. Hier lang, hier lang. Und jetzt kommen wir aus der Höhle raus. Oh lala. Und hier ist ein Gesundbrunnen. Brunnen der Wiedergeburt. Okay, und hier steigen wir direkt mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn dann. Ciao.